So, hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Also, was ich euch zeigen möchte, ich habe jetzt heute mein allererstes Paket bekommen von OWL Dampfer, wo ich euch vorstellen kann, und jetzt machen wir da ein Unboxing Video, weil ich nicht weiß, was sie mir geschickt haben. Ja, es wäre euch schlecht, wenn ihr hier ein Messer hättet, als wie nur eine Schere. Ja, aber wir kriegen das schon irgendwie auf. Und dann wisst ihr, was dann demnächst bei mir auf dem Kanal, was es da zum Sehen gibt. Also, gekommen ist eine Base Ultra Bio. Ich weiß nicht mehr selber, welche Base das ist. Also 100 Milliliter Base probieren wir auf jeden Fall aus. Dann ist gekommen etwas, was sie mir echt gewünscht haben: Erdbeer-Vanille-Waffel als Shake and Vape. Wobei ich mal sagen muss, bei OWL ist das echt richtig günstig. Da kriege ich, glaube ich, für 7,90 Euro, wenn ich es jetzt im Kopf habe, kriege ich so ein komplettes Fläschchen. Fertig gefüllt mit Base, leere meinen Nikotinschuss noch dazu und bin fertig. Dann habe ich noch gekriegt das, müsste es Heisenberg sein oder nur Heiserberg heißt es. Heiserberg. Muss ich auch noch Nikotinstoff dazu leeren. Ist jetzt zwar nicht ganz unbedingt so mein Favorit, also ausprobiert habe ich schon. Und dann habe ich gekriegt Hot Mess Melone Colada. Seht ihr jetzt natürlich über Kopf, das zeige ich geschwind. Melone Colada. Da würde ich sagen, ich gucke da mal gleich geschwind. Nein. Das ist auch ein Shaken Vape. Also das kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Da bin ich jetzt selber gespannt, wie das schmeckt, aber Melone mag ich eigentlich, von dem her gesagt, kann das mal nicht schlecht sein. Und dann haben sie mir noch mitgeschickt zwei Aufkleber. Ein OWL Dämpfer Aufkleber und ein Urban Choice Aufkleber. So, das ist dann, das gibt dann mein erstes Produktreview von einem Produkt, wo ich tatsächlich gesponsert kriegt habe. Da freue ich mich jetzt echt schon richtig drauf, weil bis jetzt, was sie alles gemacht haben, war komplett alles eigenfinanziert. OWL haben jetzt mal angeschrieben, ob die mir eventuell was zur Verfügung stellen möchten. Haben sie jetzt auch Gott sei Dank gemacht. Da wächst der Base, da muss ich mir jetzt echt nochmal schlau machen, was die für einen besonderen Vorteil hat. Ultra oben. Weil ich war schon mal auf einem Dämpferstammtisch und da hat einer auch von Ultra Bio eine Base dabei gehabt und das war mit Cooling-Effekt. Und der Cooling-Effekt, der war extrem. Also das war eine Base, wo man mit Base runter verdünnen muss. Da bin ich richtig gespannt. Hot Mess Melone Colada. Da bin ich echt gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig gut ist. Wir können ja mal riechen. Und der Lecktest. Also der Lecktest ist auf jeden Fall schon vielversprechend.
Ich glaube, das mag ich. Dann das Erdbeer. Erdbeer-Vanille-Waffel. Da weiß ich, dass es gut ist. Das mag ich echt richtig, richtig gern. Das habe ich auch schon im Warenkorb. Bei OWL-Dampfer. Oh, aber das schmeckt jetzt echt. Richtig intensiv. Gut, das ist ja. Ich muss das ja auch noch runter verdünnen. Das ist ja noch. Da fehlt ja noch 20 ml. Und der heiße Berg. Heißer Berg. Das schmeckt ähnlich wie Heisenberg. Das habe ich auch schon mal vorgestellt in einem Video. Da die Flasche, die klebt an den Finger. Oh, aber richtig intensiv. Das schmeckt intensiver als wie das, was ich da angemischt habe. Oh, finde ich das auf die Schnelle, was ich angemischt habe? Ne, grad mal gucken. Das darf man nicht, die Kamera stativ da schnell weg. Tudum, tudum. Wahrscheinlich finde ich das jetzt nicht auf die Schnelle, weil ich gerade weiß, wo ich die OWL-Duft an und die OWL-Aroma. So, der heiße Berg, den habe ich ja schon. Ist aber selber angemischt. Mit, ich glaube, 7% halt ist angemischt. Aber ich meine, das schmeckt da nicht so intensiv. Ja, schmeckt irgendwie. Irgendwie schmeckt es tatsächlich ein bisschen anders. Also nicht so kräftig. Aber was man halt auch sagen muss, das ist ja jetzt noch extrem überdosiert. Da muss ja nur 20 ml Base oder Nikotinshot dazu leeren. Ich werde da wahrscheinlich Nikotinshot dazu leeren, weil das ja doch richtig gut schmeckt eigentlich. Echt, das schmeckt noch besser als wie das, was ich selber angemischt habe. Da bin ich echt am meisten gespannt, weil das kenne ich nicht. Und da denke ich mal, Mix Me, Vape Me, dass das richtig gut sein wird. Ja, also. Es kommt auf jeden Fall ein Aroma-Test-Video von den drei Aroma und von der Base. Wie ihr Base vorstellen soll, das weiß ich nicht. Da müsst ihr gerade einen Vergleich machen zu der normalen Base und zu der Base. Das heißt, ihr müsst zwei Aroma anmischen mit zwei verschiedenen Basen. Wie das macht, weiß ich nicht. Seht ihr dann. Ciao.